Conny, was hast du mitgebracht? Ich habe ein echtes Sorgenkind mitgebracht, nicht mein echtes, dafür die Hose meiner Tochter. Gibt natürlich, hubala, regelmäßig Löcher an den Knien. Ich habe auch schon einen Patch aufgenäht und dann passiert, was so häufig passiert. Er hält nicht richtig. Ja, schlecht als recht hast du da wohl gebügelt. Vielleicht können wir erstmal hier einen neuen Patch aufnehmen. Perfekt. Und dann hier überlegen, wie ich den noch fester bekomme. Sehr schön. Also als erstes brauchst du ein Bügeleisen und ein Bügelbrett. Ernsthaft? Hast du das? Und da ist mein Trick, dass du erstmal das ganze Textil, wo der Patch drauf soll, großzügig bügelst. Damit es schön glatt ist. Schönes kleines Bein. Ja, aber je glatter, umso besser. Gut. Umso besser haftet gleich der Aufnäher. Die ist doch süß, die kleine Biene, ne? Wir sind gerade eben Biene-Maja-Fieber. Das ist perfekt. Das passt doch. Okay. Also du legst den sorgfältig genau dahin, wo das Loch ist, ist klar. Dann legst du Backpapier dazwischen oder ein dünnes Baumwolltuch. Aber ja. Backpapier hat, glaube ich, jeder zu Hause. Ja. Ich nehme manchmal ein Geschirrtuch. Ja, das geht auch. Das geht auch. Hast es vor allen Dingen gleich mal mitgebügelt, ne? Endlich. Auch praktisch. Und jetzt muss man leider etwas geduldiger sein. Okay. Also, dass du erst die Mitte sozusagen mit der Spitze fixierst. Des Bügeleisens richtig schön fixierst und dann, was es uns sagt, ja, ich habe das Gefühl, es ist schon fest. Das muss ein bisschen abkühlen. Dann kommt der nächste Trick und bügelst nochmal 2 Minuten von der Seite richtig fest. Das ist jetzt tatsächlich neu für mich. Einfach, also klingt logisch, bin ich selber noch nicht drauf gekommen. Das Ganze einfach nochmal von der anderen Seite fixieren. Jetzt wendest du es wieder zurück und erliegst erneut der Versuchung, das Teil sofort anzuziehen, sofort herumzupiddeln. 5 Minuten oder bis es richtig gut ausgekühlt ist, liegen lassen, damit der Kleber wieder härten kann. Erst dann super weiterverarbeiten. Dann lass uns doch mal auf diesen Pad schauen. Also entweder, hier hinten ist noch genug bügelbarer Kleber drauf, du bügelst es nochmal fest. Mhm. Wenn das nicht mehr geht, solltest du es mit einer Nadel annähen, mit einer Nähnadel per Let's Hand. Do it. Wenn du eine Nähmaschine hast, kannst du natürlich auch da außen rum gehen. Aber gerade bei so schmalen Hosenbeinen ist das manchmal schwierig. Brauchen wir dazu wieder den Pilz oder den Löffel? Kannst du gerne einsetzen. Jetzt hast du ihn ja kennengelernt, ne? Du brauchst vor allen Dingen eine Nähnadel und passendes Garn. Du hast den Kochlöffel jetzt wieder drunter gemacht. Ich habe natürlich den Kochlöffel wieder drunter gemacht und spann das da so ein bisschen drum. Und man könnte den Patch jetzt noch feststecken. Wenn du wolltest, gib mir mal eine Stecknadel. Ja. Wie viel näher dran an dir? Die rote. Könntest du, damit das nicht verrutscht, das vielleicht hier einmal so feststecken. Mhm. Ne? Dann weißt du, wo es später lang gehen soll. So. Okay. Jetzt machst du so einen Schlaufenstich. Mach wieder so einen Schlaufenstich. Also einmal durchstechen, durchziehen und warten, bis hier mein Fadenende kommt. Achso, das hast du so ganz doll zugedröselt. Mhm. Das ist natürlich dann keine Schlaufe mehr, die man gut finden kann. Ne? So, aber dann hält es hier schon mal bombenfest. Ja. Ne? Mhm. Und dann arbeitest du dich langsam voran, entlang der Kante rum, bis es wieder überall hält, ne? Und dadurch, dass ich hier die gleiche Farbe genommen habe, wie hier eh schon vorhanden ist, ist das eigentlich relativ unauffällig. Ne? Der Kochlöffel hilft mir, das schön stramm zu halten und vor allen Dingen nicht auf der Rückseite was mit anzunähen. Ich bin auch schon fast fertig. Guck mal, am Ende machst du es wieder wie gehabt. Ja. Ziehst einmal die Nadel durch die letzte Schlaufe durch. Das würdest du nicht hinten machen, sondern vorne? Ich mache das jetzt zweimal hier vorne und dann ziehe ich den Faden auf die Rückseite durch. Mhm. Nähe da noch ein ganz kleines Stück unter den Patch und schneide es dann auf der Rückseite ab. Bin zufrieden mit dir und deiner Leistung? Maschinenähnlich. ich fühle das schon. Ich empfehle dir, am Ende noch mal alles so richtig schön zu bügeln, weil es macht wirklich was aus. Es sieht so viel besser aus. Ja. Und was sagst du? Bist du zufrieden? Ich danke dir, Lotte. Ja, gerne.